Das Kohleabbaugebiet Garzweiler, Zeuge des zu Ende gehenden Zeitalters fossiler Energien. Doch noch wehrt sich das gewinnträchtige System der Ausbeutung der Erde. Hier in Lützerath prallen die alte und die neue Welt aufeinander. So wird Lützerath zum Symbol des Widerstandes und des Neuaufbaus. Der letzte Einwohner Lützeraths, Landwirt Eckhard Heukamp, will nicht von der Scholle weichen. Und er ist nicht allein. Hunderte Menschen haben sich zusammengetan, um Eckhard zu helfen und das Dorf zu retten. In einem Camp aus Zelten und Baumhäusern besiedeln sie ein angrenzendes Grundstück und verhindern den Abriss des Ortes. Wenn hier gewaltsam geräumt wird, werde ich mit diesen Menschen Widerstand leisten, wie schon mehrfach in meinem Leben. Ja, wir fahren voll elektrisch nach Lützerath, um unsere Freundinnen und Freunde, die dort im Widerstand sind, zu unterstützen. Eine Solidaritätsaktion zusammen mit meiner Frau Bettina. Mit zwei Filmen von mir im Gepäck, ohne CO2-Ausstoß, 540 Kilometer, mit zweimal Laden in 7 Stunden. Und auch die Bayern sind unterwegs. Hier, schau mal. Schau mal her, das ist das Loch. Das ist der Tagebau. Da fahren wir. Das Zirkuszelt ist da vorne, oder? Genau, dort wo jetzt das Auto hochkommt, hinter dem ist so ein Eingang. Alles gut. Dort geht's rein. Und du bist die Mahnwache hier? Ja. Super, vielen herzlichen Dank. Ja. Wir sehen uns nachher. Bis später. Ne? Tschüss. Der Widerstandsfilm ausgestrahlt erreicht in diversen Sprachen Hunderttausende von Menschen in vielen Teilen der Welt. Den Kampf gegen Atomkraft haben die Aktivistinnen und Aktivisten hierzulande im Jahr 2022 gewonnen. Ein riesiger Ansporn für die jungen Menschen, die hier im Kampf gegen fossile Kohle ausharren. Also, viel Freude, viel Power für Ausgestrahlt. Achtung, Achtung! Es wird jetzt der Wasserwerfer gegen die eingesetzt, um die Brücke zu räumen. Und nach einer Pause der Höhepunkt des Abends. Mein internationaler Kinodokumentarfilm Power to Change. Denn darum geht es. Um die Kraft von innen. Wir brauchen 3-4% der Bevölkerung, um eine Bewegung in Gang zu kriegen. Und die ist hier. Und dann muss man natürlich im entscheidenden Moment kämpfen. Gewaltfrei, mit allen Mitteln des gewaltfreien Widerstands, da gibt es ja eine lange Tradition der Menschen. Und dann setzt sich das durch, weil das Ziel das nicht ist. Die Frisuren haben sich geändert, die Handys haben sich geändert, aber ansonsten konnte ich da ganz gut eintauchen. Gesagt, 92 Monate lang machen wir jetzt einmal im Monat, oder ja, mindestens einmal im Monat die Spaziergänge. Wir sind jetzt mit Waldspaziergängen Hambi und Dorfspaziergänge hier und mit den ganzen Führungen, die zwischendurch gebucht werden, bei über 80.000 Menschen. Und das ist einfach total wichtig. Wir müssen den Menschen zeigen, was hier passiert, weil so viele wissen es nicht. Es wird andauernd versucht, hier Maschinen reinzufahren, Bagger reinzufahren und die AktivistInnen im Camp, die uns da unterstützen, die blockieren das immer wieder, bislang immer erfolgreich. Ansonsten würde wahrscheinlich da drüben auch schon nichts mehr stehen. Wer hierher kommt, seit über 8 Jahren, hat die weltweiten Zusammenhänge zwischen Ungerechtigkeit, der Zerstörung der Natur, Krieg und Ausbeutung begriffen. Und hat für sich die Entscheidung getroffen, zu jenen Menschen zu gehören,
die mit dem Einsatz aller ihrer physischen und seelischen Kräfte mitwirken am Aufbau einer neuen und gerechten Welt. Wir stehen hier inmitten der wertvollsten Böden, die wir in ganz Nordrhein-Westfalen haben. Das sind keine Brunnen, es sind Pumpen, die 24 Stunden am Tag das wertvolle Grundwasser wegpumpen. Und nicht nur an dieser Pumpe, wenn man hier durch die Gegend fährt, Hunderte und Tausende von Pumpen. Das ist ein Verbrechen an den kommenden Generationen. Es wird vorausgesagt, es wird auf dieser Welt Kriege um saures Wasser geben und hier wird genehmigt, dass es abgepumpt wird. Enteignung, Vertreibung, Korruption und Umweltzerstörung sind Grundlagen für die Realisierung von Großprojekten. Diese haben nicht das Ziel, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Stattdessen geht es vor allem um die Profite der wenigen. Die anhaltende Tatenlosigkeit bezüglich der Mitweltkrise und die weitergehende brutale Zerstörung unserer aller Lebensgrundlagen, die wir auch vor wenigen Tagen wieder hier mit der Rodung des Bochheimer Wäldchens durch RWE sehen konnten, löst Empörung, Frustration, Wut und Traurigkeit aus. Frustrierende Realitäten. Aber mir ist es wichtig, dazu auch die Chancen, Perspektiven und Visionen zu zeigen. Denn dann wandeln sich Angst und Verzweiflung in jene positive Energie, die Motivation, Mut und Kraft gibt, die Probleme zu lösen. Das, was wir hier tun, ist nicht privat, sondern aus einem großen politischen inneren Auftrag. Die Voraussetzung dafür findet in uns im Inneren statt, nämlich der Widerstand. Und dann der Aufbau dieser neuen Welt beginnt immer in uns selbst. In der entscheidenden Phase werden wir einladen, Tausende, Zehntausende von Menschen hierher zu kommen und klarzumachen, dieser Ort hier, dieser Ort bleibt. Und dann wird hier Lützerath ein Ort sein, der in den Geschichtsbüchern steht und in den Schulbüchern. Wenn wir hier gewonnen haben, dann dürfen wir diejenigen sein, die die Richtung Realität werden lassen, um die es geht. Eine dezentrale Energieversorgung, ein menschliches Miteinander, ein solidarisches Miteinander umgehen mit uns, mit den Tieren, mit den Menschen in der ganzen Welt, um das zu schaffen, worum es uns immer geht. Um Frieden, um Gerechtigkeit und um Bewahrung der Schöpfung. Und das ist hier der Anfang. Lützerath ist der Start für eine neue, große, wunderbare Welt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass sich Menschlichkeit und Vernunft durchsetzen und das Gericht eine Entscheidung fällt, die zugunsten Lützeraths und der Zukunft vieler junger Menschen ausfällt. Und natürlich zugunsten Eckharts. Und wir hoffen, dass wir da noch eine Chance haben, damit das hier nicht zum Negativen ausgeht. Vielen Dank fürs Kommen. Bravo! 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 Lützerath, wir werden wiederkommen. Alle diese Menschen hier, die so viele Opfer gebracht haben, die so viel gekämpft, gelitten, gebetet und gehofft haben, werden sich auf die Dauer durchsetzen. Lützerath bleibt.